Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zur Pressekonferenz heute sehr, sehr herzlich begrüßen. Seitens der Volkshilfe ist es uns wie jedes Jahr ein Anliegen, dass wir Menschen unterstützen. Und ich weiß, dass wir uns das nicht vorstellen können, aber weil wir ja uns alle auf Weihnachten freuen. Die ersten Dekorationen, die ersten Lichter, die schon irgendwo brennen. Wir können uns nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich vor Weihnachten fürchten. Das sind aber nicht so wenige. Und das möchte ich gleich betonen, dass wir im Burgenland ja natürlich auch merken, dass die Teuerung der Menschen zu schaffen macht. Ich bin jetzt ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe seit 2002, also seit 21 Jahren. Und ich habe noch nie erlebt ein Jahr, wie das heuer ist, 2023. Wir haben voriges Jahr 2022 schon bemerkt, das geht voran, nämlich, dass die Menschen uns schreiben. Und wir haben die Verpflichtung, diese Spenden bitten und ersuchen um Unterstützung, dass wir die natürlich absichern. Aber ich habe noch nie in einer Woche so viele Schreiben gekriegt, wie das eigentlich schon das ganze Jahr 2023 gibt. Unglaublich. Was sind das für Unterstützungsansuchen? Das sind Alleinerzieherinnen, Männer, Frauen, es werden immer mehr, die schreiben, dass sie das nicht mehr stemmen können, weil die Teuerung ganz einfach vom Einkaufen bis zum Tanken geht einfach stetig voran und die Gehälter sind nicht in dieser Weise höher gestiegen, sondern sind so geblieben. Und dann kommt irgendwas dazu. Eine Zahnspange, etwas, was das Kind in der Schule braucht, oder es gibt etwas, was kaputt wird im Haushalt und dann ist Ende. Das bedeutet, die Menschen schreiben mir dann und ich kriege im Schnitt 50 Schreiben. Früher hatte ich 5 vor 2022, wo Menschen bitten, helfen Sie uns, weil wir können nicht mehr weiter. Die Volkshilfe gibt es im Burgenland seit 1953 und es ist mir wichtig zu sagen, dass wir immer den Auftrag sehr ernst genommen haben als soziale Organisation, als gemeinnützige Organisation, wo wir immer gesagt haben, es muss jeder in der Gesellschaft Schritt halten können. Und wenn er Schritt halten kann, dann ist es unsere Aufgabe zu schauen. Aber sowas, was wir jetzt die letzten 2 Jahre, vor allem 2023 erleben, an Menschen, die immer mehr werden, dass die nicht mehr weiter können, das hatten wir noch nie. Wie schaut dann unsere Hilfe aus? Im Burgenland haben wir zum Unterschied von anderen Bundesländern ja viele zusätzliche Förderungen vom Land. Ich habe früher schon drauf geschaut, als Familienlandesrätin viele Förderungen auszuschütten, die Familien helfen, die ein wenig Einkommen haben. Oder diese Situationen, wo dann plötzlich jemand krank wird, arbeitslos wird und so weiter. Wir haben auch jetzt in Zeiten der Teuerung Wärmepreisdeckel, andere Ausgleichszahlungen und trotzdem haben wir im Burgenland nicht wenige Menschen, die es nicht schaffen. Das bedeutet, es ist einfach nicht schaffen, diese Teuerung. Wir gehen also aus, ich verlasse mich hier auf die Statistik Austria, aber ich arbeite auch ständig mit verschiedenen Forschungsinstituten zusammen, damit wir in etwa die Zahl fassen können. Die kannst du nur fassen, indem du weißt, wie viel Einkommen sind in einem Haushalt, wie viele Menschen leben in einem Haushalt. Wir gehen also davon aus, dass circa 7.000 junge Menschen, Kinder und junge Menschen von 0 bis 24.000 von Armut und damit auch von Ausgrenzung betroffen sind. Armutsgefährdet sind allein 6.000 Kinder und Jugendliche. Das bedeutet rein auf das Einkommen der Eltern, die im gleichen Haushalt leben. Weitet man das aus, eben auf bis 24-Jährige, sind wir bei 7.000 Menschen, junge Menschen. Ich rede jetzt nur von jungen Menschen im Burgenland. Österreichweit reden wir von 368.000 Kindern und Jugendlichen. Das bedeutet, wenn man sich das hochrechnet, jedes fünfte Kind, auch im Burgenland, ist armutsgefährdet. Wir haben im Einkommensbericht als Burgenland Gott sei Dank viele andere Bundesländer überholt und wir sind jetzt am Platz 2 vom Einkommen. Wir sind sehr froh darüber, ich auch als Präsidentin der Volkshilfe. Nur muss man halt den Blick immer drauf haben, wie es den Menschen geht,
die eben aus verschiedenen Situationen, und ich sage auch gleich vorweg, ich hasse es, darüber zu diskutieren, dass man dann sagt, na, vielleicht ist der eine oder andere selber schuld. Wer es da sagt, und das waren einige, habe ich immer eingeladen, solche Haushalte zu besuchen und anzuschauen. Und sie werden draufkommen, dass 99% überhaupt nichts dafür können, dass es ihnen so schlecht geht. Wir haben ganzes Jahr Unterstützungsmaßnahmen. Das beginnt eigentlich, dass wir ständig, und das sind Hunderte im Jahr, immer über Spenden unterstützen. Wir geben Geld, übernehmen Erlagscheine einzuzahlen, egal ob es für Energie ist oder andere Erlagscheine für Miete und so weiter. Wir geben auch Einkaufsgutscheine für Lebensmittel aus. Je nach Fall wird es angeschaut. Wir verlangen nichts. Wir sind die größte Hauskrankenpflegeorganisation. Wir sind sehr, sehr gut unterwegs in anderen Bereichen. Und wir sind gemeinnützig und daher können wir uns das erlauben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch als zweitgrößte Spendenorganisation nach Licht ins Dunkel in Burgenland das auch so machen können, dass wir keinen Euro abziehen müssen von der Spende. Was macht man noch? Wir unterstützen Kinder, die beispielsweise Probleme haben, weil ihre Eltern nicht zahlen können, wenn es um die Gesundheit geht. Wir haben eine Schulstartaktion, eine Weihnachtsbaumaktion. Wir führen jedes Jahr an die 100 Christbäume, Weihnachtschristbäume aus oder geben Gutscheine her. Wir haben einen Demenzfonds, das heißt beispielsweise ältere Personen, sehr oft auch Mindestpensionisten dabei, die aufgrund einer Erkrankung, der Mensch muss gar nicht alt sein, aber meistens ist so, dass Demenz eintritt, wenn man älter ist, dass wir auch dort unterstützen können, wenn es um eine ärztliche Leistung oder anderes geht. Und wir haben in unserem großen Team, wir beschäftigen 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber auf sechs verschiedenen Projekten sitzen. Ich sage nur, wir arbeiten sehr viel auch mit arbeitslosen Menschen. Wir arbeiten, haben auch Sozialpädagogen, wir haben Sozialarbeiterinnen, wir haben Psychologinnen und da arbeiten wir vor allem an einem Schwerpunkt, nämlich gegen Kinderarbeit. Das Thema ist natürlich, was kann man zu Weihnachten tun, damit man den Menschen die Angst nimmt vor Weihnachten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich erlebe das jetzt schon viele Jahre, dass jemand sagt, eine Oma, letztlich im Sozialmarkt, im Sonnenmarkt in Oberwart, ja, die kennen sich frei nach Weihnachten, ich nicht. Warum nicht? Ja, ich habe 5 Enkelkinder, ich kann nicht alle 5 was kaufen, ich bin Mindestpensionistin. Daher ist es mir so wichtig und ich möchte mich wirklich bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken für die Berichterstattung. Weil Sie sorgen dafür, dass das nämlich, was wir anbieten, in die Haushalte kommt. Die Dame wusste das nicht. Wir haben, Sie müssen sich das vorstellen, alleine in den letzten Jahren, das ist das fünfte Jahr, dass wir diese Aktion wiederholen, wir haben 2019 damit begonnen, hatten dort sofort Zuspruch. Warum? Ich will nicht, dass diese Oma ihren 5 Enkelkindern nichts zu Weihnachten kaufen kann. Wie funktioniert's? Die Oma schreibt uns, ruft uns an oder geht auf die Homepage und stellt die Wünsche ihrer 5 Enkelkinder drauf. Und ich habe das jetzt extra betont, nämlich, dass die Oma auch anrufen kann. Weil ich gehe nicht davon aus, ohne irgendjemand schlecht reden zu wollen, dass der jetzt auf der Homepage herumschaut. Daher immer, zwar aufwendig, aber diese drei Möglichkeiten. Anrufen bei der Volkshilfe. Unsere Telefonnummer ist überall zu sehen. Ich wiederhole sie gerne, man sieht sie auch im Insert. Und unsere Homepage genauso. Wer natürlich EDV unterstützt arbeiten kann, kann uns schreiben. Das schaut dann so aus, dass beispielsweise ein Wunsch kommt, alles übrigens so, dass das anonymisiert ist, das weiß nie jemand, auch bei den Namen nicht, dass das jetzt wirklich leicht nachzuvollziehen wäre, dass das der Janik ist, der 6 Jahre alt ist und der Wendebettwäsche von der Austria Wien haben will, was mich gar nicht wundert, das ist sicher nicht selten, nur das kostet. Oder von der Isabel, die 12 Jahre alt ist und einen Kopfhörer und so weiter will, oder vom Oliver, der Bildergutscheine sich wünscht, weil er dann einfach was kaufen kann. Wie geht das vor sich? Indem er einfach uns anruft, uns schreibt oder auf die Homepage geht und reinstellt,
was man für welches Familienmitglied braucht. Wir prüfen den Fall, ob das wirklich so ist, dass die Familie zu wenig Einkommen hat, geben das dann frei. Und das ist etwas, was dann alle sehen, die sagen, ich will zu Weihnachten was Gutes tun. Das werden immer mehr. Wir hätten diese Aktion ja damals 2019 nie gedacht, dass die immer mehr und mehr und mehr wird. Wir haben 2019 mit 310 Wünschen, die wir erfüllen haben, also weitergeben haben können. Voriges Jahr waren schon 500. Das heißt, immer mehr Menschen kennen unsere Aktion, Burgenland schenkt, rufen uns auch schon an. Wir haben jetzt schon viele Anrufe, wir haben gestern beispielsweise etliche Menschen wieder angerufen und gesagt, habt ihr das wieder? Ja, wir haben es wieder. Und das heißt, so funktioniert, Sie sehen das. Der Schritt 1, wir brauchen einen Wunsch. Der Schritt 2 ist, Wunsch erfüllen. Wir stellen das drauf. Die Menschen zu Hause wissen, wenn sie beispielsweise per E-Mail schreiben, sie kriegen eine Bestätigung, Wunsch angekommen. Der Punkt 3 ist, es meldet sich jemand, dass der Janik das möchte und braucht. Und entweder kaufen wir dann die Geschenke von der Volkshilfe, was natürlich ein Riesenaufwand ist, wenn man so wie voriges Jahr schon 500 Wünsche erfüllt. Aber es ist uns wichtig. Oder manche Menschen kaufen das selber und bringen uns das dann. Wir brauchen das Paket bis, wenn das selber jemand kaufen möchte, bis Montag, 18.12. an einem Abgabeort. Das Schöne ist, sonst kannst du das nie bewältigen, dass wir sehr, sehr, sehr viele Standorte im Burgenland haben. Durch unsere Hauskrankenpflege, durch die Arbeit mit den Familien haben wir eine Reihe von Abgabeorten, dass das für die Menschen nicht so kompliziert wird. Beginnend vom Norden über Frauenkirchen, Nickelsdorf, dann geht es weiter in Eisenstadt, haben wir unser Hauptvota sozusagen. Dann geht es weiter nach Neudörfel, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwald, Großpetersdorf, Stegersbach, Güssing und in St. Martin an der Raab. Das bedeutet, burgenlandweit kann man das abgeben. Wenn uns jemand anruft und sagt, so wie gestern hat mich jemand angerufen und hat gesagt, wir haben heuer, diese Firma, wir schenken uns gegenseitig nichts, wir geben auch keine Präsente an unsere Mitarbeiter und auch nicht an unsere Kunden. Dazu muss ich ehrlich sagen, wir sind fast alle Banken mittlerweile, auch zum Weltspartag. Aber wir kaufen das. Um 2000 Euro kaufen wir Wünsche. Die bringen das dann uns natürlich an einen dieser Standorte, das ist eine Eisenstädter Firma gewesen. Also wichtig ist, 18.12., dass man uns dieses Paket bringt oder wir wissen spätestens bis 18.12., was noch fehlt, wenn wir das selber kaufen. Was passiert dann bis zum 24.? Meine Oma aus dem Sozialmarkt in Oberwart kriegt das ganz sicher zugestellt. Das bedeutet, die Woche vor Weihnachten ist unglaublich intensiv. Ich fahre immer eine Woche, einen Tag mit. Und das muss man sich mal vorstellen. Und wenn ich unter meinem Christbaum mit meiner Familie stehe, ist für mich Weihnachten schon längst vorbei, weil ich mein Weihnachten hatte, wenn ich da mitfahre mit dem Bus und wir fahren da kreuz und quer durch das Burgenland. Das ist so wunderschön. Und immer heuer Ausbildungen, ich fahre zu der Oma. Die Oma bleibt aber natürlich unter dem Christbaum mit ihren 5 Enkelkindern, sagt er nicht, hey, die Volkshilfe hat mir geholfen. Oder jemand hat diese 5 Wünsche meiner Enkelkinder erfüllt. Sondern sie kann dort erhobenen Hauptes hingehen und sagen, schaut, ich habe euch was gekauft. Da geht es um Selbstsicherheit, aber auch um Respekt für die Oma. Weil ich will nicht, dass die Oma sagt, ich habe kein Geld gehabt und deswegen habe ich jetzt jemand angerufen. Also daher muss das funktionieren, das muss bis 22., 23. in die Haushalte sein, wird abgegeben, so dass das anonymisiert ist, kein Mensch weiß das, dass da die 5 Backen für die 5 Enkelkinder drin sind. Also etwas, was wir uns als Gesellschaft, denen es zum Großteil gut geht, leisten können, ist Burgenland schenkt. Sie sehen, dass wir in den letzten Jahren natürlich vielen Familien helfen haben können, tausende Familien, wie gesagt 2022 waren es dann schon 500. Wir machen das gerne, es ist eine riesige Freude und wir freuen uns natürlich sehr, wenn, und dazu darf ich herzlich einladen, wenn heuer die Familien und die einzelnen Menschen wieder so großartig mitmachen. Ich freue mich, der Herr Bildungsdirektor Hans Kraft. Dankeschön. Einen schönen Vormittag. Wenn es um Bildungschancen, um
Bildungsgerechtigkeit geht, geht es natürlich immer auch um Einkommen und Vermögen. Das heißt, wie jede Statistik beweist, die man vorlegen kann, haben jene Kinder, die einkommenstechnisch und vermögenstechnisch am unteren Rand der Gesellschaft angesiedelt sind, nicht dieselben Bildungschancen wie jene, die gut begütert sind. Und was kann man als Volkshilfe oder überhaupt insgesamt dagegen tun? Man kann nur schauen, dass man jene Kinder aus dieser Kinderarmut herausnimmt und ihnen die Chance gibt, auch gleich Bildung zu bekommen, die gleiche Lebensumwelt zu bekommen, wie Kinder, die aus begüterten Familien kommen. Und das beginnt schon in der Früh, ich versuche mal so eine Geschichte auch zu erzählen, das beginnt schon in der Früh, ob sie ein geeignetes Frühstück bekommen, ob sie in der Schule die geeigneten Lehren und Lernmittel zur Verfügung haben. Und wenn Sie halt schauen im Internet, fast alles, was man jetzt aus dem Internet konsumiert, auch zum Thema, sage ich, inhaltliche Weiterbildung, ist auch kostenpflichtig zu einem großen Teil. Daher machen wir auch von Seiten der Bildungsdirektion über unsere Systeme LMS, Schule, es den Kindern möglich, auf Lernmittel und Lehrmittel zuzugreifen, die gratis sind, die sie auch von dort bekommen können, die von Lehrerinnen im Burgenland für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler gemacht werden. Und was kann man diesen Kindern vor Weihnachten, die eh schon, sage ich mal, die Lebensumwelt und durch das, wie sie aufgewachsen sind, benachteiligt sind, man kann ihnen etwas schenken. Man kann ihnen ein schönes Weihnachten bereiten und ein Weihnachten heißt, dass man ihnen Geschenke gibt, die sie weiterbringen, einerseits natürlich im schulischen Bereich, aber andererseits natürlich auch in der Lebensumwelt. Weil man muss auch bedenken, welche Freundinnen und Freunde suchen sich Kinder aus. Kinder suchen sich meistens, nicht immer, aber meistens, jene Freundinnen und Freunde aus, die in derselben Einkommenskategorie sind. Warum? Das ergibt sich auch bei den Erwachsenen von selbst. Aus einem Grund, weil sie mit manchen Dingen, die andere haben, dann finanziell gar nicht mitkönnen und daher der Gruppe nicht mehr so angehören, wie wenn sie das tun könnten. Das heißt, Kinder aus jenen Schichten, die nicht so einkommensstark sind, suchen sich meistens auch Freundinnen und Freunde aus nicht einkommensstarken Schichten. Das ergibt sich auch dadurch. Ist nicht immer so, aber in vielen Fällen passiert das so, weil sie von Haus aus etwas abgeschichtet werden. Und was kann man als Volkshilfe dafür tun? Als Volkshilfe kann man jene Kinder auch etwas zukommen lassen, ein Geschenk zukommen lassen, um sie zu fördern, auch anderen Einkommensschichten anzugehören und hier ein bisschen Weihnachten zu verbringen und überhaupt das Folgejahr dann auch mit ein bisschen mehr an auch finanzieller und inhaltlichen Dingen begleitet werden zu können. Und Schule spiegelt die Gesellschaft wider. Das heißt, wenn ich eine Volksschule anschaue, habe ich natürlich alle Kinder, ist eine Gesamtschule, alle Kinder in einer Klasse, egal woher sie kommen, ob sie divers sind, nicht divers sind, ob sie behindert sind, nicht behindert sind. Und in so einer Klasse spiegelt sich natürlich das Gesamtbild der Gesellschaft wider. Und hier jenen Kindern zu helfen, die, sage ich einmal, nicht so begütert sind, finde ich einen tollen Schritt. Sogar herzlichen Dank dafür, dass die Volkshilfe hier auch unterstützt. Dass die Präsidentin, der ist das irrsinnig wichtig, weil sie auch Lehrerin ist, ist es irrsinnig wichtig, Kinder zu unterstützen, Kinderarmut als Thema auch dementsprechend anzusprechen. Das war ja bis vor kurzem nicht wirklich ein Thema, ist jetzt immer mehr Thema natürlich in Österreich und ist ein wichtiger Bereich, um auch später, wenn sie erwachsen sind, wenn ich den Kindern in ihrer Jugendzeit und ihrer Kindheit die gleichen Chancen gebe, und das heißt immer chancengerechte Bildung, dann bereite sich auch ganz anders auf die Erwachsenenwelt vor. Und wenn sie dort in eine andere Einkommensschicht kommen, können Sie sich vorstellen, das multipliziert sich, dass dann die Kinder dieser jungen Menschen wiederum ganz anders aufwachsen. Und daher unterstütze ich das sehr. Sogar herzlichen Dank für die Initiative und natürlich als Vizepräsident der Volkshilfe bin ich sowieso für dieses Thema sehr stark auch involviert. Ja, vielen Dank. Es ist ja schon gesagt worden, zwei Pädagogen und Pädagoginnen, die vor Ihnen stehen. Und ich habe vorher gesagt, in der Schule kommt sehr viel zutage, was die Eltern ja gar nicht wissen. Und Sie müssen sich vorstellen, wir reden oft darüber, dass Kinder in der Volksschule schon und in der neuen Mittelschule oder im Unterstufengymnasium müssen lernen fürs Leben, für die Schule, werden geprüft und so weiter. Aber die beschäftigt ganz was anderes. Damit bleiben sowieso von Haus aus ein Stück zurück in der Leistung. Die beschäftigt,
was sage ich, wenn ich Geburtstag habe? Weil ich kann niemanden einladen, weil bei uns schaut es aus, wir haben nur ein Zimmer, mein Zimmer, da kann ich niemanden reinlassen, wenn er überhaupt ein Zimmer hat, das ist aber im Burgenland. Obwohl im Burgenland, am Wochenende war ich in der Steiermark und dort haben etliche Bundesländer zumindest Wahnsinn. Bei euch zahlt man keinen Kinderkrippenbeitrag, keinen Kindergartenbeitrag. Bei euch gibt es 1, 2, 3 und beispielsweise, die auch ganz ein großes Anliegen, Nachhilfe. Wir haben in der Volkshilfe x Jahre Nachhilfe bezahlt. Jetzt zahlt eh Gott sei Dank das Land. Also das heißt eh viele Chancen und trotzdem haben wir 6000 Kinder, die beschäftigt sind, nicht zu lernen für Mathematik, sondern zu lernen, was sage ich zu Weihnachten, weil da gibt es dann keinen Besuch, was sage ich zum Geburtstag, was sage ich in der Früh, wenn ich 12 bin und es ist peinlich und ich habe keine 2,50 € für meine Vollkornstangerl, die habe ich nicht, die haben das nicht. Die können nicht jeden Tag in der Schule draußen kaufen. Der hat aber oft von zu Hause auch nichts mit und sagt dann auch im Ob nichts essen. Irgendwann kommen die anderen drauf. Und wer sagt gerne von sich, ja, ich brauche zu Weihnachten nichts wünschen. Und das, was mich so, ich habe vorletzte Woche ein Treffen gehabt mit Erik Fenninger, unserem Direktor der Volkshilfe Österreich, der sagt, da haben wir eine neue Studie wieder zur Verfügung. Kinder aus solchen Familien, und 6000 Kinder bedeutet, das sind zumindest 2000 Familien in Burgenland, der schreibt keinen Wunschzettel. Das sind die neuesten von der Sozialarbeit unterstützte Ergebnisse. Es gibt Kinder, die sagen, ich will nicht zu Weihnachten. Und ich will kein Geschenk, ich schreibe keinen Zettel, wenn sie kleiner sind, oder ich sage es niemand, weil ich genau weiß, wenn ich zu meiner Mama oder zu meinem Papa oder zur Oma sage, okay, ich hätte es gern, der redet aber jetzt in der Schule schon ständig darüber, ich würde es, dann bringe ich meine Mama oder meine Oma nur in Bedrängnis, weil der weiß ja das ganz genau, dass kein Geld da ist. Das heißt, die haben Weihnachten ohne Wünsche und die haben Weihnachten ohne Baum und deswegen werden wir heuer, und da schließt sich der Kreis, was wir sonst zu Weihnachten noch alles tun, wir werden wieder, und da haben wir viele Sponsoren von den Firmen, und ich möchte mich auch wirklich bedanken, von vielen Privaten, sie glauben nicht, an Mindestpensionistinnen, die zahlen halt dann 20 Euro an die Volkshilfe ein, und der Große gibt uns tausende Euro, dass wir wieder Geld genug haben, dass wir Bäume kaufen können, Gutscheine verteilen für Christbäume, weil auch da gibt es Menschen, die sonst keinen haben. Mit Kugeln drauf, da haben wir wieder einen Sponsor gefunden und. Und wir werden diese Weihnachtspakete wieder haben. Und ich glaube, dass es uns allen gut geht dabei, dass dann plötzlich vielleicht auch die Oma, die ich vorher erzählt, dass ich letzte Woche im Sozialmarkt eine Dame getroffen habe, meine Oma mit 5 Enkelkindern, also das war auch wieder so eine Geschichte, da brauchst du dann einen Abend, dass du das dann aus dem Kopf rauskriegst, und die gesagt hat, 5 Enkelkinder und kein Geld für kaufen, die habe ich schon eingeladen, dass sie da auch wieder mit tut, und ganz wichtig ist, dass wir mit heute die Menschen aufmerksam machen. E-Mail schenken at volkshilfe-bg.at ist überall zu sehen. Oder ganz einfach, noch einfacher anrufen, 026 82 61 569 und sagen einfach, was man für wen braucht. In diesem Sinne danke ich Ihnen herzlich, dass Sie das weitergeben als Information. Das werden sicher wieder viele kriegen. Wir werden uns bemühen, dass wir die Mittel dafür aufstellen, dass wir auch schauen, dass wir eine Woche laufen wir wie die Wahnsinnigen, dass wir dann das auch zustellen. Ich kann das leider nicht lesen, was meine Mitarbeiterin mir sagt. 110 Wünsche sind eingegangen. Jetzt bis haben jetzt, wir so viel. Bis jetzt. Ja. Vielen Dank. Ich habe das nicht gesehen, weil die Sonne hinter mir ist. Also danke für den Zettel. 310 Wünsche haben wir schon. Wahnsinn. 310 Wünsche. Also das läuft. Dann kommen wir heuer locker über die 500. Gott sei Dank. Wir müssen nur schauen, dass wir es arbeitstechnisch schaffen. Da müssen wir dann auf alle unsere 290 Mitarbeiterinnen zugreifen, gerne aber auch ehrenamtlich. Wenn man sagt, ich helfe vor Weihnachten ein paar Tage der Volkshilfe beim Verteilen dieser Weihnachtspakete burgenlandweit, dann bitte einfach nur anrufen. Auch darüber freuen wir uns sehr. Wir sind auch eine Organisation, wo wir viele Ehrenamtliche haben, weil die einfach gerne unterstützen. Ja, vielen Dank.